herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Ja, heute habe ich die Werft mal ins äußere Leben geschmissen, und zwar bei uns im Ort. Da haben wir das Heimathaus. Und auf diesem Gelände habe ich ja mein heutiges Modellbautreffen von vielen Leuten aus der Schweiz, aus Bremen, Hamburg, Nienburg und alles hier so ein bisschen aus der Umgebung. Die möchte ich euch gleich alle vorstellen und dafür gehen wir jetzt mal gleich aufs Gelände. Seid gespannt und es geht jetzt los. So, das ist das Heimatgelände hier bei mir im Ort in Ahausen. Und ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie die ganzen Gebäude heißen. Das war auf jeden Fall das erste Haus, erste Gebäude, was dahin war. Dann dort hinten in der Ecke, ich glaube, das ist das Backhaus, glaube ich. Und hier habe ich gelesen, das soll der Schafstall sein. Und wer dann dort mal so ein bisschen richtig hinschaut, dort im Dunkeln versteckt, da sind die ganzen Modellbauer und da halten wir unser Gesabbel und Fachsimpeln ab und Kaffee trinken und Kuchen und so weiter. Und dann gehen wir jetzt hin. Die zwei Jahre Türen noch, mit 1400 Euro. Das ist natürlich dann 7,98 Euro. So, ihr Lieben da draußen, wir machen jetzt hier mal ein ganz kurzes Sit-in. Wir gucken jetzt alle mal da vorne in die Kamera. Nee, das wollen wir nicht. Hallo! Ja, das ist unser kleines Modellbautreffen. Der Winfried steht zwar ein bisschen abseits, aber ich hoffe, der ist noch auf dem Bild drauf. Und wir sind hier tüchtig am Sappeln. Ihr seht auch gerne, dass hier mit Pflaumenkuchen und Kirschkuchen geköstet werden, Kaffee, Kiezel, Wasser und so weiter. Alles, was das Modellbauherz begehrt. So ein paar Schiffchen haben wir auch noch im Hintergrund. Und heute werde ich euch eine ganz tolle Sache machen. Wir werden ein gemeinschaftliches Unboxing machen. Und zwar, da hat der Michel aus der Schweiz ja ein Schiffchen mitgebracht von der Firma Calderkraft. Und welches ist das? Das ist die Bounty. Die 1:64. Genau. Die wollen wir mal hier auseinanderpflücken. Und dann haben wir hier 6-7 Fachmalungen. Und dann werden wir mal den Bausatz auseinanderpflücken, ob da überhaupt was taucht oder ob Michael den wieder mit nach Hause nimmt und ihn selber bauen muss. Okay. Seid gespannt darauf, wie wir das alles so hinkriegen. Wir werden hier noch ein bisschen Kaffee trinken. Und ich sage erstmal Tschüss. Bis gleich zum Unboxing. So, Marco, komm an die Seite. So, Bild läuft. Es geht los, das Unboxing in der Gemeinschaft von der Firma Corel, und zwar die HMS Bounty. Und da wollen wir mal den Karton von dem Michael aufmachen. Maßstab ist 1:64. Und als erstes schauen wir uns mal die Baupläne an. Bastelvorlage. Momentan sehen wir nichts. Oh, ja. Schön gefaltet und das natürlich verkehrt rum, aber das macht nichts. Da sind schön alles nummerig und so weiter. Also im ersten Moment sieht das, glaube ich, ganz gut aus, ne? Alles schön mit Nummern versehen, wo was hinläuft. Na, das ist zum Beispiel die Takelung. Wenn ich das sehe, sind das die Brassen, glaube ich. Na, hier so die Brassen, kommt von den Segeln hier nach runter. Ja, das ist sehr schön. Aber ein bisschen stramm halten, Michael. Dass wir das da so wieder zusammenklappen. So. Und schön beiseite legen. Was habt ihr hier? Und das nächste. Gehen wir auseinander. Der Rutz. Ah, das war es dann richtig rum. Ah, da haben wir die Stangen. Stangen, hier so, überall die Stangen. Auch schön vorgegeben, wie das alles geknüpft werden soll.
hier Ankervorrichtung und so weiter. Hier auch die Spannung fürs Ruder mit der Pinne. Sehr schön. Hier Lenzpumpen. Ja, ich würde sagen, das ist wunderbar ausgedacht. Ne? Hier auch die Spannung. Das könnte was werden. Und einmal wieder ein bisschen stramm halten, damit wir das vernünftig zusammenkriegen. Supi. So, die anderen Pläne wollen wir uns jetzt erstmal nicht zusammen gucken. Das darf der Michael dann zu Hause machen. Die werden wohl. Boah, sind das viele. Das ist ein halbes Buch. Ach, das ist noch an. Ja, hier haben wir Takelbänder, Ankertau, verschiedenen Farben. Ja, drei Größen, wenn ich das so schwach erkenne. Ja, die sehen auch so ganz gut aus. Dieses Kästchen, das werde ich euch mal zum Schluss zeigen. So, und dann geht das hier. Ja, hier sind die zweite Beplankung oder die erste Beplankung. Ich würde sagen, das ist vielleicht die erste Beplankung. Hier haben wir das Deck. Ja, schön dünn. So, und jetzt geht das los mit dem Kiel. Kiel, Winfried, was meinst du? 5 mm? 6. 6. Schön stabil. Und gefräst. Gefräst. Ja. Nicht geleist. Ja. Ja, zwischen Fräsen und Lasern ist natürlich ein kleiner, feiner Unterschied. Und zwar beim Fräsen hat man immer diese Mitten drin. Und beim Lasern ist eben halt sehr dicht am Holz und man hat dann immer die schwarze Struktur. Und hier fällt mir schon ein Stück Holz raus, das will ich gleich drin lassen. Und da hat man nicht diese schwarzen Sachen, die man beim Lasern hat. Beim Fräsen ist das nicht. Da ist das richtig wie mit einer Säge aus dem Holz rausgeschnitten. Das ist sehr schön. Ja, hier haben wir den Ständer, wollen wir ja nicht sagen. Eigentlich gibt es keine Ständer bei Schiffen. Und hier haben wir die ersten Spanten. Alle in der gleichen Dicke. Auch 6 mm. Da kriegt man vernünftig die Leisten ran. Ja. So. Ja, hier haben wir denn das andere Material. Das ist denn hier für die Rahen und Masten. Das ist schon etwas dünner. Das würde ich sagen. Ja, oder Michael? Ich denke, Deck, das ist Deckbeplankung und Zweitbeplankung. Ja, zweite und vor allem schön dünn. Also maßstabgerecht nicht. Ja, und hier auch schön dünn. Ich nehme wohl an, dass es auch zweite Beplankung ist in verschiedenen Holzfarben. Die wird ja gebaut hier ein bisschen holzmäßig abgestuft. So, ja. Was hängt wie da? Marco, was ist das? Kannst du das erkennen? Nicht so richtig. Nicht so richtig? Na gut. Und du? Na? Ja. Ja? Ja. Ich würde mal tippen darauf, das sind die Rüstbretter. Und hier haben wir schon mal so die Eselshäute da. Ja, was sich hier so dran verbirgt, das kann ich so direkt auch gar nicht sagen. Aber das wird dann der Bauplan ja rausbringen. Auf jeden Fall sehr schön. Auch alles ausgesägt, also nicht gelasert. Hier ein schönes Ätzteil, ne, wo man die ganzen Natüchten und Fensterchen hat. Finde ich sehr schön. Ich bin ja immer derjenige dafür, der solche Geschichten gerne beleuchtet. Und das kann man ja ganz wunderbar machen. Ja, hier haben wir irgendwie ein Stück von der Schanz. Hier. Und in der Mitte sind die zwei Beiboote, Kutter, Rettungsboote oder wie man das auch beschimpfen möchte. Ja, eine Glasplatte zum Abfenstern. Ein bisschen leiser. So, was haben wir hier? Ja, so genau kann ich das gar nicht erkennen, was das alles ist. Ah, das ist auf jeden Fall was für einen Anker, für den Spill vorne oder für den. Ja, Ankerbalken sind hier drauf. Sind das Kanonenstücke? Nee. Sag mal. Sag mal. Da kann der Michael was zu sagen.
Ja, hier haben wir die Marse, auch sehr schön gemacht. Schön fein gelöchert, ne? Und alles schön ausgesiebt. Nicht gefräst. Gefräst, ja, nicht gelasert. Ja, und das sind so Aufbauen. Da sind wieder von den Kanditen und Seitentaschen. Ne? Hier sind vorne vom Buch, wenn ich das so ein bisschen Erinnerung habe, wie bei meiner das auch ist. Vorne für die Chance, das abzukleiden. Ne? Also sehr schön. Viele Kleinteile. Ne? So, was sagt ihr dazu? Das war alles recht dünn. Passt denn zum Maßstab so ein bisschen, ne? Auch nicht zu dick. Ne? Wenn ich so, was ich zuerst gesagt hatte, so bei der Peking, das ist alles ziemlich dick hier. Bei meiner, die Winfried gemacht hat, war alles wesentlich dünner. Macht einen guten Eindruck, ne? Die machen, das macht also so, macht das schon einen sehr guten Eindruck, ne? Ja. So ein bisschen ran. Ja. Ne? Die halte ich mal hoch. So, passt das schön rein. Sind nicht durchgefräst, ein paar Noten dran, ne? So, ein Stückchen drauf und hier noch einmal. Ja, und dann haben wir hier noch ein kleines Schatzkästchen. Schatzkästchen. Da sind vorbereitete Gratings da drin, auch sehr schön klein und fein. Das hätte ich dir auch sagen. No? Und ja, was haben wir denn hier drin? Blöcke, Drähte. No, das ist alles so, was da zugehört. Hier haben wir Jungfern. Wir sind aber recht nütt. Da wird er bestimmt Spaß dran haben. So, hier haben wir ein paar Kanönchen. Die Röhrchen dafür. Hier haben wir noch ein paar Löcke. Blöcke. Hier ein paar Gussteile. Hinten das Heck. Und für die Seitentaschen. Ah, da könnte Eddie jetzt wieder meckern. Seitentaschen wieder nicht geöffnet. Ah. Wir wollen ja nicht meckern. So, hier die Domshöfen, wie die heißen. Diese Couchen, die sind ja so ein bisschen fast wie ein Dreieck, nur eben halt abgerundet zum Spannen der Stagen. Was haben wir hier noch? Da sind noch ein paar Jungfern. Das kann ich halt doch nicht erkennen. Blöcke? Ja. Blöcke. Ja. Ihr habt eure Brillen auf. Ich wollte nicht. Da sind noch mal Blöcke. So, da sind eine Tüte mit Nägel. Brauchen wir natürlich auch immer. Und hier haben wir wieder ein paar Gussteile für verschiedenste Sachen. Aber alles sehr fein gearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Bolzen, ganz wichtig. Anker. Anker und deren Zubehör. Steuerrad. Und hier sind diverse Teile drin, da weiß ich gar nicht, was das ist. Klampen. Ja. Klampen sind das, ja. Ne? Da kann man das Licht sehen. Belegnägel. Belegnägel. Und was haben wir da? Da sind, glaube ich, die Klüten und die Schlieken, die wenn wir das mal so aufgehört, für die Masten, um die Rex fertig zu machen. Ne? Wir wissen ja alle, was Klüten und Schlieken sind. Wenn nicht, dann muss man mal bei Eddie auf YouTube mal nachgucken. Ja, und hier haben wir die tollen Kupferplatten. Finde ich mega. Und viel Spaß beim Ankleben. Da wird der Michael bestimmt Freude dran haben. Ja, ich weiß, wie es geht. Ja, der Michael weiß es. Ich muss das alles noch machen bei meiner Trinidad. Aber ich habe ja Bänder. Ich weiß gar nicht, ob ich da kleine Plättchen rausschneide. Jo! Ja, das war Unboxing von der Bounty von Calderkraft. Hier ist noch so ein Heftchen. Das ist noch eine Übersicht über die ganzen Teile, wie groß sie sind, Geschichte und eine schriftliche Bauanleitung. Die muss man ja auch immer haben. So, das Teil dürfen wir nicht vergessen. Oder das will. Ja,
Also ich finde, so im ersten Eindruck macht das einen schönen Eindruck. Ist super. Also Firma Kalderkraft. Ah, oh, hier ist gerade Ruhe. Mittagspause? So. Und wir mucken wieder den Deckel dicht. Damit der Michael das ganz getrost nach Hause nehmen kann. Ja, das war Vorstellung von der Bounty 1:64 von Kalderkraft. Und ja, mein Fazit ist, es ist ein schönes Schiffchen. Schöne Größe. Lässt sich bestimmt gut bauen. Aber der Michael wird mich bestimmt auf dem Laufenden halten oder ja, selbst mal zeigen. Es dauert. Na, es dauert. Es dauert logischerweise, wie so ein Modell immer dauert, so ja. 3 bis 4 Jahre. Na, ist man schon dabei. Und ja, damit beenden wir einmal jetzt dieses Unboxing und wünschen euch noch viel Spaß. Und ich wünsche dem Michael Spaß beim Bauen. Danke. Bitte. Ja, vor dem Treffen ist nach dem Treffen oder wie heißt das? Jetzt ist das Treffen vorbei. Wir waren eine gemütliche Runde. Jeder hat Ideen und Anregungen mitgebracht. Wir haben tolle Gespräche geführt. Und ja, es haben viele ihre Modelle mitgebracht. Und ganz recht herzlichen Dank nochmal an den Kurt, der sein Landstraktor dem Ahauser Verein, Heimatverein gespendet hat. Ich habe dieses alles weitergegeben. Mal gucken, was da noch alles wieder zurückkommt. Und ja, auch an Pietro, der der ganzen Runde von seinen eigenen frischen Honig etwas mitgegeben hat, den ich heute Morgen natürlich gleich aufs Brötchen machen musste. Das hat lecker geschmeckt. Ja, es war eine fröhliche Runde. Insgesamt waren wir 8 Nasen. Wie der Michael aus der Schweiz mal zu sagen pflegt, 8 Mannequins, 8 Modellbauer und ja, Fachsimpeleien waren natürlich angesagt und es war ein schöner Tag, ging bis in den Abend hinein und da haben wir uns dann alle verabschiedet und ja, das werde ich hiermit jetzt auch tun. Ich verabschiede mich hiermit wieder von der Reportage über das Treffen hier im Ahausen, im Heimatverein, in meiner Werft oder durch meine Werft. Und nächstes Jahr werde ich sowas bestimmt wieder machen und werde euch so Ende dieses Jahres bestimmt die Termine wieder sagen können. Dann könnt ihr euch das vielleicht in den Kalender notieren. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss aus Eddys Modellwerft. Bleibt neugierig, was alles so an den Tagen, Dienstagen passiert. Und ich verabschiede mich mit einem Tschüss und bis demnächst hier in meiner Werft auf meinem Kanal. Bis denn!